Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und guten Morgen aus dem Industriegebiet. Heute geht es endlich weiter. Ich habe jetzt einiges zusammengesucht und zusammenbestellt. Eins der wichtigsten Sachen hole ich jetzt ab. Zwischenzeitlich werde ich immer noch schnell zur Arbeit fahren. Und zum Feierabend zeige ich euch ganz genau, was ich vorhabe, was ich jetzt abgeholt habe. Und dann geht es endlich los mit dem Heckauszug 2.0. Ich bin zu einer Schlosserei gefahren, habe mir eine Zeichnung gemacht. Die haben mir dann aus L-Profilen aus Aluminium einen Rahmen geschweißt. Der hat die Maße 1 Meter mal 1,20 Meter. Diese L-Profile sind 3 mm stark. Auch die Zwischenstreifen sind 3 mm stark. Schenkellänge ist 60 mal 60. Jetzt geht es an den Zusammenbau für den Heckauszug 2.0. An sich, ja, ein Heckauszug ist eigentlich immer das gleiche. Trotzdem wird er ein bisschen anders werden, als ich den das erste Mal gebaut habe. Video dafür ist in der Videobeschreibung bzw. irgendwo verlinkt. Ja, was wird anders? Der Unterschied ist schon mal, dass ich jetzt bei der Planung den natürlich viel besser integrieren kann. Ich habe den Rahmen jetzt so geplant, dass er 1 Meter mal 1,20 Meter ist. Das eignet sich halt besonders gut für die Euroboxen 60 mal 40 oder 40 mal 40. Ich will mir auch noch eine Küchenbox bauen, die ein ähnliches Maß bekommt. Zeige ich euch aber alles später. Jetzt werde ich erstmal den Rahmen bzw. die Platte miteinander verschrauben und dann geht's weiter zum Mohnmobil und zu dem Einbau für den Heckauszug 2.0. Ja, mittlerweile ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich bringe euch aber mal ganz kurz wieder auf den neuesten Stand. Ich habe ein bisschen weitergemacht mit dem Auszug. Der ist jetzt natürlich schon mal an der Stelle, wo er nachher hin soll. Aber noch nicht fest, sondern liegt noch lose im Auto drin. Ja, die Schublade kennt er ja schon. An der Seite sind jetzt Schwerlastauszüge dran. Schwerlastauszug heißt, die halten natürlich ein bisschen mehr Gewicht aus als so ein normaler Auszug für eine Schublade. In dem Fall sollen sie 200 bis 250 Kilo, glaube ich, aushalten. Genau weiß ich es nicht mehr. Deswegen sind die natürlich auch deutlich größer dimensioniert als die, die vorher drin waren. Wiegen auch ordentlich was. Ja, ich habe jetzt die Schublade hier schon mal mit den Auszügen verschraubt. Ja, ich weiß. Das sieht ein bisschen kacke aus. Die Bolzen kann ich ja noch kürzen. Eventuell werde ich das vielleicht auch vernieten. Aber um jetzt weiterzukommen, ist das die schnellste Lösung gewesen. Die Schublade habe ich vorher ausgerichtet. Ihr könnt die natürlich nicht auf dem Boden lassen, sonst würde die beim Raus- und Reinfahren natürlich auf dem Boden schleifen. Deswegen mittelt ihr das aus in der Höhe, die ihr haben möchtet. Einfach 4 Holzstücke unter die Ecken gepackt. Dann könnt ihr die Höhe übernehmen auf euren Auszug. Richtet das Ganze aus, übernehmt die Bohrlöcher, schraubt die Auszüge an die Kiste. Wichtig ist, dass ihr das parallel macht, damit die Anschläge, wenn die Kiste drin ist, auch die Kiste drin halten. Und wenn die Kiste oder der Auszug komplett ausgezogen ist, auch links und rechts natürlich in die Verrastung einrastet. Der Auszug läuft sauber rein und raus, so wie sich das hier horcht. Jetzt will ich bloß noch 2 Kunststoffgriffe an das Ding ranschrauben vorne. Die habe ich, glaube ich, schon im Januar besorgt, weil ich die ganz geil fand, aber noch nicht mal wusste, wie ich das Ding eigentlich bauen soll. Die werde ich jetzt vorne an den Alurahmen noch festschrauben. Die Griffe und die Auszüge, die ganzen anderen Materialien werde ich unten wieder in der Videobeschreibung verlinken. So habt ihr dann ein bisschen Übersicht über das ganze Material. Die Dinger kommen jetzt noch schnell ran und dann bin ich auch schon fertig. Irgendwas ins Auge gekriegt. Zurück zum Thema. Die Feuerwehrschublade läuft sauber rein und raus. Hat so ein bisschen was wie aus dem Löschauto. Der Auszug ist fertig. Wir sind am Ende von diesem Video angelangt. Eine sehr wichtige Sache habe ich aber noch. Wir suchen sehr, sehr dringend auf der Arbeit Verstärkung. Wenn du also Kfz-Mechatroniker bist, aus der Umgebung von Berlin Tempelhof kommst oder drumherum, bewirb dich sofort unter dieser E-Mail-Adresse. Wenn du aber nichts mit Autos am Hut hast, dann sagst du das jetzt sofort allen möglichen Leuten weiter, dass wir dringend jemanden suchen. Vielen Dank dafür. Im nächsten Teil geht es hier hinten im Auto weiter mit dem Ausbau. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.